Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nightmares from the Deep, Davy Jones. So, und wir haben dieses Seil hier zusammengefriemelt. Jawohl. So. Ah, sehr schön. Können wir zum verbotenen Tor. Na, das klingt ja sehr einladend. Was haben wir denn hier? Ein Nussbaum, aber er scheint abgestorben zu sein. Ja, da liegt aber was. Die gesamte Gegend ist von dieser seltsamen, kräftigen Pflanze überwuchert. Ist hier irgendwas in meinem Flakon? Bisschen Gift oder so? Nein, schade eigentlich. Was haben wir hier? Ah, hier ist unser Wächter. Der hat aber hier was hängen. Das nehme ich mal. Oh, das ist für die Arzttasche. Das ist schön. Ja, mein Freund, mehr kann ich nicht tun hier für dich im Moment. Was haben wir hier noch? Da fehlt mindestens ein Totenkopf. Ja. Zwei Totenköpfe, die wir auch noch nicht haben. Dafür haben wir einen Haufen Raben hier. Hier irgendwo ein verstecktes Puzzleteil. Ich sehe keins gerade. Nö, okay. Gehen wir mal zur Arzttasche und gucken mal, was da Feines drin ist. Ein Emblem, das ist schön. Die Zange hätte ich gern. Und das war's. Eine Zange. Für was? Für dich nicht, oder? Könnt ihr dir ein paar Zähne ziehen? Kann ich mit der Zange, kann ich hier nichts ausrichten, oder? Doch. Ach, das ist eine Kneifzange. Dann haben wir den ersten Totenkopf. Das ist fein. Haben wir hier noch irgendwas? Nicht. Okay, dann gucken wir mal bei dir. Ja, wie, mehr nicht? Nee, mehr nicht. Okay, dann kriegst du mal deine Duplone, mein Freund. What was the source of Davy's success? Even before he became a merchant, he had an unusual amount of luck. Back when he was a fisherman, he pulled entire nets full of fish every night. Soon, he could afford a second boat, and after that, an armada. The money came, but David's daughter didn't enjoy the nice things he bought her. More and more, she longed for the simple life they had led on the shore. Hat er seine Seele vielleicht schon vorher verkauft? An wen oder was auch immer? So, wir kriegen unser drittes Voodoo-Teil. Das ist schön. Und mal, kann ich das schon mal einsetzen hier? Nee, schade eigentlich. Finde ich ein bisschen schade, weil ich wäre ganz gerne... Ach, guck mal, da ist der Würfel. Ja, ja, ja. Die Krähe hält den Würfel wohl für etwas Essbares. Er sieht zugegebenermaßen ein bisschen wie eine Nuss aus. Okay, dann nehme ich erstmal hier das Puzzleteil. Das heißt, ich... Alter, mach den nicht kaputt, ich brauche den noch. Nuss. Warte mal. Die Pflanze. Da hängt doch irgendwas Vergammeltes. Könnte eine vergammelte Nuss sein. Flakon. Wir gehen mal zu O'Malley zurück. Geht das? Stullen? Nee. Doch. Nee, doch. Nee, doch. Am Stollen. Hä? Ich wäre jetzt zu O'Malley gegangen, ob der mir von seinem Wachstumskram was geben kann. Aber okay. Das Fass, ja, da haben wir jetzt eine Zange. Was haben wir denn da? Ah, okay, noch eine Dublone. Und Schießpulver. Damit kann ich aber eigentlich gar nicht richtig was anfangen. Ich wollte bei O'Malley gucken. Ich muss das selber anmischen, ne? Warte mal. Was ist denn das hier alles? Das könnte schon... Cheesepulver? Kann ich das hier abstellen? Kann ich nicht. Da rein? Auch nicht. Also wenn das hier Cheesepulver ist, dann soll ich das mit was anderem in die Schüssel tun. Geht aber nicht. Ich habe auch noch längst nicht alles. Das ist mir schon klar. Ich wollte aber an die Pflanze ran.
but we need the witch's help to discover the location. Ja, ja. Du und deine blöde Hexe. So, warte mal, hier war ich. Da komme ich ja nicht weiter. Das ist das verbotene Tor, da komme ich nicht durch. Irgendwie. Was machen wir denn jetzt? Soll ich bestimmt das Wachstumszeug drauf machen? So, bei ihm kann ich auch nichts nehmen. Er hat nichts mehr versteckt. So, das ist der Wächter. Ja. Habe ich irgendwas übersehen, was ich noch mitnehmen kann? Also hier glaube ich nicht. Karte. Am verbotenen Tor. Ja, aber was denn? Oder soll ich das Schießpulver hier drauf packen? Nein. Dublone auch nicht. Das fehlt mir. Das Gemälde. Ich probiere mal alles durch. Oh, eine Flocke war was drin. Ach komm, ja, ist ja gut. Entschuldigung. Ach Mann. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, der Flakon ist leer. Dass der nur so eine rosa-lilane Farbe hat. Naja, so, Nüsse. Bitteschön, mein Freund. Gib mir mal den Würfel ganz schnell. Dankeschön. So, mein Freund, hier ist dein Würfel. Your palm be blue, mine be red. I'll let you start. Roll the dice and then move your palm across the board. Easy, ey! Was? Deine Münze ist blau, meine rot. Okay, warte mal. Rolle den Würfel in der Schachtel und mache dann einen Zug mit deiner Münze. Die Zahl auf dem Würfel und die Anzahl der Felder müssen übereinstimmen. Und wo soll ich hin? Hier zu ihm oder was? Wirf eine 6, um der größte Kaufmann der Karibik zu werden und das Spiel zu gewinnen. Okay. Wollen wir mal würfeln? Ja, ich habe nur eine 1, ist klar. Und jetzt? Habe ich blau und soll irgendwo hinziehen. Aha, ich kann. Don't try to cheat an old pirate lady. This isn't the right square. This isn't the right square. Ja, entschuldige bitte. Don't try to cheat an old pirate lady. This isn't the right square. Ach so, jetzt sehe ich das. Hier geht ein Seil lang. Ah, okay, ist ja gut. Dann gehe ich da an. Anfängerglück. Du hast eine große Summe Geld geerbt. Gehe 3 Felder weiter. Aha. Okay. 1, 2, 3. Okay, my turn. May the fortune favor me. Du hast eine Menge Kokosnüsse für einen guten Preis erstanden. Geh 2 Felder weiter. Ach, er. Yeah, ja, ist ja gut. Good. Nicht habe ich Rückenwind. Na ja, schön. Bin ich jetzt wieder dran? 2. Okay, my turn. May the fortune favor me. Du hast eine Schatzkiste voller Gold gefunden und kannst ein schnelles Schiff kaufen. Geh 5 Felder. Alter, der ist ja gleich da. Blimey, I give no quarter, huh? Mann, der rennt mir hier voll davon. Jo, ich krieg ja nix. Don't try to cheat an old pirate, Entschuldigung, dahin. Die See ist flau. Der Fisch in deinem Boot stinkt bereits. Geh 2 Felder zurück. Oh, tough luck, lass. Ja, du mich auch, ey. Ein betrunkener Captain hat eins deiner Schiffe auf Grund laufen lassen. Geh 2 Felder zurück, okay? Be that funny to ye? Da hab ich doch nichts mit zu tun, hör mal. Ich würfel doch hier auch nur. Oh, eine 6. Eine 6. Don't try to cheat. Ach, halt doch mal die Klappe. Ich will doch hier nochmal gucken. Er hat doch eben was gesagt. Ja. Was war das mit 6? Wirf eine 6 um der größte. Okay. Ja, was heißt das jetzt? Kann ich das da hinsetzen? Don't try to cheat an old pirate lady. This isn't the right square. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Kunde überschreibt dir deine Hummerzucht. Würfel nochmal. Sink me, be you siren? What be this witchcraft? So, 4. 1, 2, 3, 4. Du würfelst aber schnell, mein Freund. Achso, kein Text? Okay, dann nicht, dann würfel ich. So, 1, 2, 3, 4. Wunderbar, du hast eine Goldmine entdeckt. Geh 5 Felder weiter. Nee, nee, nee! 1, 2, 3, 4, 5. Wirf eine 6. Achso, okay. Ach nee, die hat er jetzt geworfen. Ach so. Okay, er kriegt auch eine Goldmine. Gangway! Oh. Und jetzt muss ich die 6. Mhm.
Und was ist, wenn ich die jetzt nicht würfle? Dann machen wir das Ganze nochmal, oder wie? Ja, das war klar. Das war so klar. Ja, zeig mir, wie es geht. Genau. Und würfel eine 5. Ja. Ja, da können wir jetzt nur hoffen, dass ich zuerst die 6. Da ist sie. Okay. Okay. Das war jetzt irgendwie lustig, ne? War ja kein... Okay, you won. Fairs and squares. Get on. I won't say a word about you to Davy Jones. Also es war jetzt kein richtiges Rätsel, ne? Ich konnte ja jetzt nichts machen eigentlich im Großen und Ganzen, aber das war lustig. So, wir gehen in die Stadt. Alles klar. Ach Gott, ist sie das schon? Oder Hexe? Ja, ja. Who are you? What do you want? Ich will dich besuchen. You want me to locate a place? No, I can't. Davy Jones wouldn't like it. On the other hand, you seem quite strong and determined. Do you think you will uncover Davy Jones' secrets? Well, prove it. See this guardian. Wake him up. Those creatures possess crystals that belong to my voodoo staff. Without them, I'm powerless. Oh Gott, haben sie hier dem Wächter den Kopf abgehauen? Eieiei, was haben wir denn da? Kann ich das haben? Dankeschön. Eine Nadel, okay. Eine Nadel. Ja, der Wächter hat keinen Kopf. Was ist da? Was ist das? Ach, da soll ich seinen Kopf zusammenbauen. Oder wie? Gut. Das ist kein Problem, denke ich. Ja, das war's schon. Der umnachte Stadtrat hat beschlossen, die Wächter zu zerstören. Sie behaupten, so lasse sich der Fluch brechen. Doch ich schließe mich der Meinung der Hexe an. Die Wächter sind der Schlüssel zu unserer Freiheit. Ich bin überzeugt, dass sich unser Schicksal zum Guten wendet, wenn wir alle 12 von ihnen erwecken. McGowan Shankworth. Ja, aber seinen Kopf hat er jetzt trotzdem nicht. Kann ich ihm die Münze trotzdem geben? Nee, wir brauchen zuerst den Kopf. Ungeahnte Schwierigkeiten tun sich hier auf, ihr Lieben. Was haben wir hier? Laden ist geschlossen. Alle Kunden scheinen zu schlafen. Da geht's zum Marktplatz. Was hast du denn hier Hübsches? Do you know me, twin brother? He once stole all my money. Then he claimed he would find the lost treasure of Davy Jones and free us all. We had a fight and he ran away. I had to close the shop down. If you see him, please tell him I've forgiven him. I just want my brother back. Okay, das mache ich. Aber kann ich das da haben? Die Glühwärmchen werden von dem Ding angezogen. Interessant. Warte mal, da ist ein Puzzleteil. Hier haben wir Porträts. Aha. Kann ich hier noch irgendwas haben? Was möchtest du denn hier haben für das Ding? Hör mal. Soll ich dir erst deinen Bruder bringen und dann gibst du mir das? Das wäre natürlich möglich. Wo kriege ich denn hier den Kopf her? Marktplatz, da kann ich nicht rein, da steht sie im Weg. Da oben ist... Ah, Karte. Supi. Eine Piratenkarte, immerhin das. Ja, gucken wir mal am Marktplatz. Erstmal hier den ganzen Kram einsammeln. Was? Oh, voll der Affenkopf. Die werten Bürger dieser Stadt haben den Code zu meinem Tresor, aber sie haben keinen Schimmer, dass sie ihn kennen. Ha, typisch. Okay, Schlüssel, danke. Du hast irgendwas im Mund, oder? Okay, ich kann hier schon was machen. Aber was? Blau, gelb? Also hier oben ist blau-gelb, das sehe ich. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Blau-gelb. Nee. So vielleicht auch nicht. Also mit diesem Affenkopf hier kann ich auf jeden Fall schon interagieren, aber ich weiß nicht genau. Warte mal, stand nee. Den Code zu meinem Tresor. Sie haben keinen Schimmer, dass wir ihn kennen. Ladenschlüssel. Na gut, lassen wir den Affen vielleicht erstmal. Was haben wir hier hinten? Da fehlt eine Flasche. Was haben wir hier?
Oh, hier brauche ich einen Bleistift, oder? Auf der oberen Seite hat jemand etwas geschrieben. Mit etwas Kohle könnte ich die Schrift wieder sichtbar machen. Habe ich aber nicht. Ich habe Schießpulver. Ach so, da brauche ich noch eins, oder wie? Nee, doch nicht. Ein Schießpulver brauche ich, nicht zwei. Sarai, Sid, get off my back. Ja, danke schön. Bist du der Bruder? Nee, ne? Also hier fehlt einer. Ach, er hat die in der Hand. Ah. Ja, gib mir doch. Was möchtest du denn dafür haben? Muss ich erst hier mit der Kohle daran? Okay. Also da kommen wir nicht weiter, hier kommen wir nicht weiter. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier haben wir, aber da habe ich noch nicht alle. Ach, sehr doof. Da habe ich noch nicht alle. Was haben wir hier? Was ist. Da ist ein Porträt an der Tür angebracht. Ja. Und? Das soll ich doch bestimmt da rausholen. Geht es mit der Nadel? Ah. Ich gehe mit der Nadel. Das ist fein. Und jetzt? Das Gemälde. Kann ich der Hexe das einfach mal zeigen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also kann ich schon, aber. No. Nee, sie braucht erst ihre Kristalle. Okay, dann mal den Laden öffnen. Och nö, was denn jetzt? Hier, mach weg. Das ist doch hier offen. Boah, dammit. Schießpulver. Mann, das klappt ja alles hier gar nicht im Moment. Da hängt doch die doofe Kette. Ach so, ich muss richtig drücken, oder was? Ja, okay, warte. Was? Wo? Wo ist denn jetzt? Ach, hier. Nee, da, auch nicht, da, auch nicht. Ah, okay. ich bin verwirrt. Okay, aber jetzt habe ich es gleich. Eieiei. Muss man ja richtig arbeiten hier. So, oh Gott, nee, was sind denn das für blöde Teile? Wimmelbild. Och komm, ey. Warum kriege ich hier immer so doofe Teile? Die sieht man doch wieder kaum. So, da, da und da. Ja, den Korken noch und noch ein Teil von der. Eine Flasche wird das, ne? Ja. Den Korken noch. Und noch ein Teil von der Flasche. Korken? Da? Nein. Der Korken ist hier, okay. Und da ist das letzte Teil. Wunderbar. Oh, hat ja mal geklappt. Ach nee, es fehlt noch eins. Ach, scheiße. Scheiße, hier fehlt noch irgendwie ein Griff. Warum? Ich war gerade so glücklich. Mein Glück zerstört in 2 Sekunden. Ah, hier. So, jetzt aber, ne? Genau. Ja, damit. Ja, mit dem Dingen. Warte mal, die Flasche rum. Die willst du, ne? Nicht hinten, wo die Flasche fehlt. Und du nuckelst die jetzt leer? Das kann er jetzt gewiss nicht gebrauchen. Warum nicht? Ich hätte schwören können. Na gut. Eben nicht. Mal. Ach, deine Flasche ist leer. Ah, ich verstehe. Und, ja, ja, hier, guck mal. Ich hab dir rum mitgebracht. Nein. Doch. Nimm doch den Scheiß rum. Mensch. Was ist mit dir? Okay, kann es jetzt? Ja, aber das macht doch Sinn. Er kann weiter saufen, ich krieg die leere Flasche, weil von der Form passt die Flasche hier ja viel besser hin als die. Aber die passt. Okay. Dann vertauschen wir das mal. Hä? Hier, kann ich die? Ja, ja. Ach, da ist die Kohle, ne? Ach Gott. Da war die Kohle. So, was? Ich habe den Kopf des Wächters versteckt. Ich lasse es nicht zu, dass sie die Statue vollends zerstören. Ja, ist ja super. Ah, alles klar. Dankeschön. Jetzt aber. Ah, ah.
Aha. So, was haben wir hier? Fehlt doch garantiert auch wieder irgendwas. Die Kanone fehlt. Wir brauchen eine Kanone, aber wir haben immerhin schon mal unsere beiden Totenköpfe. Aber die Flasche krieg ich trotzdem nicht. Das finde ich ganz schön gemein, ne? Das war voll verwirrend. Guck mal, da ist ein Puzzleteil. Das war gemein hier mit der Flasche. Na gut, dann denke ich, werden wir beim nächsten Mal gucken, dass wir die Embleme einsetzen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.